Servus und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Rising mit mir, dem Eagle, und mit Isabella von Karstein. Ja, im letzten Part haben wir Magnus den Aufseher gelegt. Wo haben wir ihn denn? Hier, genau. Der bringt uns hier einen neuen Umhang und größere Lagerregale. Das können wir eventuell dann nachher mal schauen, dass wir das uns einbauen. Aber jetzt wollen wir ja mal hier den Sommelier erledigen. Den haben wir jetzt, ich glaube, zweimal war es probiert. Haben zweimal ziemlich aufs Maul gekriegt, weil ich ein bisschen mit der Mechanik in diesem Bosskampf hier mich rumgeärgert habe. Ah, ich glaube aber, ich weiß jetzt, wie es besser geht. Also, wir bleiben, glaube ich, bei diesen beiden Zaubern. Das sollte in Ordnung gehen. Aber ich glaube, ich werde tatsächlich nochmal hier die Arachne probieren. Genau, weil die macht schön viel Schaden. Das finde ich eigentlich immer ziemlich top. Und ja, ansonsten lassen wir das jetzt alles erstmal so. Ich bleibe bei der Peitsche, weil die hat ein schön schnelles Angriffstempo. Well, well, well. Let's the show begin. Au. Ich krieg trotzdem aufs Maul, weißt du? Ach so! Aha! Auf einmal haben diese blöden Dinger eine Lebensanzeige. Ich pack's ja nicht. How's this? Flavor. Auf. Aha. Ladies and gentlemen, prepare to be thrilled. Okay, nee, das geht so nicht. Das geht so nicht. Oh nö, Alter. Oh, ist das ein dummer Bossfight. Okay, also ich muss doch mit der Armbrust hingehen. Ich muss doch mit der Armbrust rangehen, weil... Ja, ist gut, Alter. Hör jetzt mit dem Fass auf. Da, das ist doch nervig. Ist das ein Scheiß, Alter? Das ist ja nicht zu glauben. Ah, so we can. Enfin, il est arrivé. Don't watch them out. Au. Watch your hand. Au! Scheiße! Boah, das ist ja nervig. Ja, du siehst doppelt. Das tut mir auch sehr, sehr leid alles hier gerade. Au. Ah. So, pass auf. Au. Au. Wow, das war schon wieder viel zu knapp für meinen Geschmack. Au. 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 Ist das dumm? This is your last. Oh, yeah. Boah, Alter, bist du wieder dumm. Nix da. Ja, los. Nee. Not this time. Schnauze! Ah! Au! Das gibt's ja nicht! Oh, ist das gemein! Oh, ist das zum Kotzen! Ist das ein dummer Bossfight? Oh, jetzt kommen die von da! Oh, ist das gemein!
Au! Ist das bescheuert? Gut, nächster Versuch. Au. So. Oh Mann, fuck! Oh, das war schon wieder knapp. Okay, okay. Scheiße. Nein! Oh, ist das dumm! Oh, come on, wir hatten ihn so gut runter. Oh, ist das gemein. Ach, Dreck. Oh, ist das ärgerlich. Alter, wieder 30 von diesen blöden Dingern, ey, Mann. Mann, dieses Ding, das ist so blöd. Ah, bei sowas kann ich mich ärgern. Aber warte mal, nee, okay, warte. Ich glaube zwar, naja, gut, okay, einmal können wir es noch probieren. Oh, ist das ärgerlich, Alter. Das ist... Es ist er selber ist ja nicht mal so gefährlich. Er selber macht eigentlich kaum Damage. Diese scheiß Fässer nerven so. Oh. Vor allem, das war jetzt gerade wirklich knapp, Alter. Der hat ja kaum noch Lebenspunkte gehabt. Ja, ist das dumm. Vor allem, weil man seine blöden weil man seine blöden Fässer nicht richtig blocken kann. Ja, hallo, servus. Ja, ist gut jetzt. Hört auf. Alter. Oh, ist das bescheuert. Mann, ey. Alter, aber auch immer Patrouillen, als wäre hier gerade der dritte Weltkrieg ausgebrochen, weißt du? Mann, ey. Ist das bescheuert. Ja, aber die Armbrust ist eigentlich das einzige Mittel, was ich da sehe, um da wirklich gegen die anzukommen. Es geht nicht anders. Ja, toll. Jetzt ist natürlich, jetzt liegt das so, dass ich ihm, ja... Come, have a taste of my hospitality. Ja, Schnauze halten. Lass mich in Ruhe. Also erstmal. Sanguine regeneration. Oh. Weißt du was? Ich trinke den jetzt aus. Scheiß drauf. Dann gehen wir jetzt mit 84er Blut rein. Das ist mir jetzt auch recht. Das ist mir jetzt auch schon wurscht. Alter, ist das dumm. Weil das ist ja, also das ist ja wirklich anstrengend. So, also nochmal. Jetzt sind natürlich die ganzen Buffs alle abgelaufen. Aber egal, der muss auch ohne Buffs zu schaffen sein. Hier, komm. Ja. Au. Hä, was? Wieso? Die haben doch... Hä? Die haben doch vorher alles kaputt gemacht. Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Und was ist mit der... Ja gut, probieren wir es mal mit der Sense. Vielleicht macht die mehr Damage. Ich weiß es doch auch nicht. Ich bin doch auch ratlos. Weil vorhin hat doch die Ambus hat doch vorher gereicht. Nee. Nee, geht nicht. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ja, ist gut. Meine Fresse, ey. Ist das bescheuert? Es ist so bescheuert. Jetzt reicht auf einmal die Armbrust nicht mehr. Die hat doch vorher noch gereicht. Was ist denn das schon wieder für ein Scheiß? Ah.
Doch, ich glaube, ich weiß warum. Klar, weil meine Buffs abgelaufen sind. Oh nö, jetzt muss ich mir wieder 1000 Tränke einwerfen dafür. Oh nein, Alter, oh, das wird nervig. Okay, egal, egal. Ich meine, wir sind jetzt erst 10 Minuten in der Aufnahme, es ist noch nicht aller Tage Abend. Aber trotzdem, oh Mann, das liegt jetzt echt an diesen Tränken. Oh, ist das dumm. Oh Gott. Weiß mal nicht, wo du hin willst, aber... Ja, ist gut. Alter, wie kann man so nervig sein? Nee, nee, nee. Das ist, wir müssen uns wirklich auf den vorbereiten. Nicht so sehr wegen ihm selbst, sondern wegen seinen Scheißfässern. Ist das bescheuert, Alter. Also so ein Bossfight... Nee, Alter. Auch der ist in der Gruppe im Übrigen 1000-mal einfacher. Alleine, weil man den meistens schon zu zweit ziemlich gut runterkloppen kann. So, egal, macht ja nichts. Wir stopfen das alles mal kurz hier rein. Müssen noch mal kurz runtergehen und uns unsere Tränke holen. So, hier weg damit. Ja, keine Ahnung, ich tue mal den Wein einfach jetzt hier rein. Weinsamen muss ich bei nächster Gelegenheit dann auch mal verpflanzen hier, aber jetzt gerade nicht. Ich will jetzt gerade einfach nur diesen Boss machen, weil mich der jetzt echt langsam nervt. Ich hasse das ja, wenn ich an dem Boss dann hänge. Aber wie gesagt, das Ding ist einfach nur, ich muss irgendeinen Trick finden gegen seine komischen... gegen seine komischen Fässer da. Und das ist nicht so leicht, wie es sich vielleicht anhört auf den ersten Blick. So. Gut, das hat gepasst. Was haben wir dann noch? Dann haben wir hier noch Glas und ein bisschen was hier für die Schneiderei. Na, wie sieht's hier aus? Ah, dickes Leder müssten wir mal rüberpacken. Mal wieder. So, was haben wir dann noch? Und der Tag bricht an, ich liebe es. Ach, es ist immer wieder ein Träumchen, wenn alles so läuft. Aber es ist okay. Es ist okay, dass man auch mal an dem einen oder anderen Boss hängt, ist ja völlig normal. Aber der ist einfach nervig. Nervig mit seinen blöden, nervigen Fässern. Und wie gesagt, also dass ich ohne diese Buffs gerade die Fässer nicht kaputt kriege. Das ist schon wieder einfach nur ein Mittelfinger des Spiels. So, von wegen, haha, du hast gedacht, du kriegst ja den Boss ohne Buffs platt. Fick dich. Fick dich. Du kriegst gerade die Fässer nicht kaputt. Ja, so ein Pech aber auch. Aber okay, komm. Geschenkt. Darf ich mich nicht ärgern. Gehört einfach dazu. So, wir brauchen auf jeden Fall... Warte mal, was habe ich jetzt da? Ich habe ja noch hier... Kann ich... Ich wollte gerade sagen, ob ich größere Juwelen machen kann, aber nein, das kann ich ja noch nicht. Dafür muss ich ja hier die... Ah, sorry. Die Elementarmagierin erledigen. Das war jetzt gerade das Mikrofon. Was haben wir hier? Okay, ne, das sortieren wir gerade mal alles. Was brauchen wir denn noch? Vampirgebräu. Was brauchen wir dafür? Leere Glasflaschen, verbesserte Blutessenz. So, warte mal. Dann räumen wir das mal hier ins Lager für Verbrauchsgegenstände alles rein. So. Dann. Ich nehme mal den ganzen Kram hier mit. Dann stellen wir nochmal eine ganze Reihe neuer Tränke her, würde ich sagen. Was brauchen wir denn hier für verzaubertes Gebäude? Geräte und Schneeblume. Gut.
So, stellen wir wieder 15 Stück her. Was ist hier? Gebäude der Wildheit. Da brauchen wir Höllentröten. Okay. Ist ja auch eine Information. Höllentröten. Hier. Gut. Den Rest können wir wieder zurücktun. Dann brauchen wir leere Glasflaschen. Und die stellen wir uns nochmal schnell her. Das machen wir direkt hier bei der Schmelze. So, genau, so machen wir das. So, da werden wir jetzt mal hier den ganzen Krempel wieder reinschmeißen. So, dann werde ich jetzt einfach nochmal ein paar davon mitnehmen hier, so. Genau, das reicht jetzt auch erstmal. Hops. Da können wir uns jetzt mal in aller Ruhe vorbereiten. Ich meine, das ist ja auch nicht schlecht. Manche Bosse erfordern das halt. Kannst ja nicht ändern. Vampirgebräu. Was brauchte das? Verbesserte Blutessenz. Na, davon sollten wir ja mehr als genug haben mittlerweile. Ja, ja. Oh mein Gott, wir haben sehr viel davon. I am missing key ingredients. Gut, was brauchen wir eigentlich für den strahlenden Brei? Seuchendorn und Mutantenfett. Oh nee, Alter, Seuchendorn. Oh, Kotz. Gott sei Dank haben wir immerhin zwei Samen vom Seuchendorn, aber da werden wir irgendwann auch nochmal bessere brauchen. Also beziehungsweise mehr brauchen. Ich weiß gar nicht, die kann man auch, glaube ich, gar nicht kaufen. Sondern die muss man finden. Da muss man einfach Glück haben. So. Dann schmeißen wir mal den ganzen Rest hier wieder zurück. Und was gibt's hier sonst noch zum Holen? Ja, Dompteurtrank interessiert uns nicht. Das ist alles auch eher so optional. Nö. Nö, mehr brauchen wir gar nicht. Na gut, dann nehmen wir das alles mal kurz an uns. Sowie Feuerwiderstandstränke. Genau, ich glaube, das reicht dann auch. Also, wir trinken den ganzen Krempel jetzt mal kurz nacheinander aus. Mehr Zauberkraft, mehr Körperkraft, mehr Lebensraub. So. Das muss jetzt erstmal reichen. So. Es wird alles erstmal wieder reingeräumt. Passt. So. Wollen wir mal hoffen, dass das dieses Mal reicht. Also, ab dafür. So, wir brauchen wieder die Wolfsform. Die Weinberge von Brighthaven, ja. Na gut, hey, immerhin. Wir haben schon mal ordentlich Wein eingesammelt. Das ist ja schon mal gar nicht verkehrt. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir da jetzt hinkommen. Hoffentlich ohne allzu viel Gegenwehr. Wäre mal ganz schön. Cool. Die haben uns diesmal nicht mal bemerkt. Oh. Harpien machen wieder Harpien-Sachen. Sehr gut. Taugen wunderbar als Ablenkung. Ich muss sagen, ich mag die Harpien ja irgendwie. Ich finde das Konzept irgendwie von so Vogelmenschen finde ich eigentlich ganz witzig. Ich meine, gut, in den meisten Fantasy-Universen sind das fast immer Frauen. Ich weiß zwar nicht so ganz warum, aber... Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, dass die ja Eier legen und so weiter. Und keine Ahnung, ich weiß es. Keine Ahnung, ich bin da überfragt. Ah, hier gäbe es nochmal Wein. Okay, aber... Och komm, muss das sein? So, wunderbar. So. Gut. Oh. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich habe was Wichtiges vergessen. Das 100% Blut. Aber andererseits, wisst ihr was? Wir probieren es jetzt mal mit dem 84er trotzdem noch einmal. Wir probieren es jetzt trotzdem noch mal damit. Was soll man denn sonst machen? Ah,
Au, au, au. Scheiße. Wait, wait, what? Au! Okay, das ist tatsächlich ganz okay so. Au. Oh, brah. Los. Au. Scheiße. Au. Och nö, Alter, nö. Jetzt ist der wieder Full Heal. Alter, leck mich doch am Arsch. Okay, weißt du was? Ich gehe nochmal zurück. Hätte ich eh von Anfang an tun sollen. Ich hätte mir das 100er Blut gleich reinsnacken sollen, Alter. Och, Mann, ich will nicht. Es nervt mich jetzt schon. Es nervt mich jetzt schon. Ich bin jetzt schon ausgelaugt, Alter. Das ist mit einer der mühsamsten Aufnahmen, die ich seit langem hatte, Alter. Weil dieser Arsch einfach... Oh, das ist so... Es ist so schlimm. Aber immerhin kriege ich jetzt wenigstens wieder die Sachen auf einen Hit kaputt. Immerhin. Man muss ja froh sein. Jetzt kriege ich die Sachen wieder auf einen Hit kaputt. Was mir zumindest mal die Chance eröffnet, dass ich seinen Sachen da ausweiche. So. Aber trotzdem, ich muss mit dem 100er Blut kämpfen. Es hilft nichts. Ich nehme ansonsten zu viel Schaden. Das geht einfach nicht. Das geht nicht klar. Sagt, wären diese Fässer nicht da? Oder wären wenigstens nicht so viele von diesen Fässern da? Ginge das ja noch. Aber das ist... Also, nee. Nee, Alter. Nee, Alter. Lass mich einfach in Ruhe. So. Also schnell das Blut noch holen. Wo haben wir das 100er geparkt? Hier, ne? Ja. So. Das packen wir mal hier wieder rein. Und ab dafür. So, das hier kommt zu den Verbrauchsgegenständen rein und das andere kommt oben hin. Das machen wir noch schnell, dann können wir endlich los. Ich will einfach nur diesen Sommelier jetzt endlich weghaben. Der wird langsam echt lästig. Also, vor allem das ist der einzige Grund am Anfang, warum man da überhaupt in diese Gegend geht. Wegen dem Wein und wegen dem Typen da. Ansonsten ist diese Gegend vergleichsweise bedeutungslos. So, also nochmal. Also auf ein neues. Mal wieder. Warte mal, was? Ja, das ist das Habchennest. Nein, wo ist denn der? Ah, da. Da sind die Weinberge. Ist okay. Gott sei Dank brauche ich immerhin nicht noch irgendwie Heiligenwiderstand oder so einen Scheiß.
Ja, der alte Besowski. So. Hier sind wieder Soldaten. Okay, interessant. Was auch immer die hier tun. Ein einzelner Musketier. Okay. Die Patrouille umgehen wir mal gekonnt. Nee, danke euch, will ich nicht. Ja, ist gut. Verpisst euch. Och Mann, Alter, muss das jetzt noch sein? Das muss jetzt noch dringend sein, oder? So. Tschüss. From my veins, I rejuvenate. Ah, ich habe ein erlesenes Herz dadurch gefunden. Na, immerhin. So. Gut, das heißt, wir gehen auf die Armbrust. Und also auf ein neues, mein Freund. Ich glaube, du siehst doppelt, aber das, ich vermute das nur. Au. Scheiße. Wow. Geil. Es geht noch. So lustig ist das jetzt auch wieder nicht. Au. Au. Noch geht's aber, noch ist es okay. So. Au. So. So, mal kurz. Au. Ja, du siehst Double, ganz massiv. Und ich krieg gerade echt ein bisschen Stress, weil das langsam wirklich anstrengend wird hier. Au. Scheiße. Allez, on va danser. Au. Auf geht's. So geht's noch? Ich meine, irgendwann müssen ja die Fässer mal aufhören, ne? Mal kurz austrinken hier. Ja.
So, alter Saufkopf. Nix da. Au. So, den kriegen wir jetzt. Den kriegen wir jetzt. Na, endlich. Na, endlich, Alter. Was ein Arsch. Oh. Das war aber ganz schlecht für dich. Oh, oh, oh. Alter, Falter. Ah, Merde, Alter. Einfach nur Merde. Sassifi! Oniva. Ja, mal sehen, wer Französisch kann und zumindest ungefähr versteht, worum es geht. Nee, jetzt aber Spaß beiseite. Also, jetzt ist auch wirklich mal gut. Der Typ war nervig genug. Also, was gibt uns der Blutmerlot als Rezept? Okay, und die Fassform. Was zum Fick ist die Fassform? Was? Nicht entdeckte... Ist das verbuggt? Fasstarnung. Ach so, das ist eine... Ach, das wird produziert. Ich dachte, das ist eine Form. Ach so. Okay, ich dachte jetzt gerade schon, ob irgendwas verbuggt ist. Na los. So, das war's. So, servus. Bitte, stören Sie sich nicht an uns. Wir wollen nur mal ganz, So, wir wollen nur mal ganz unverbindlich hier die Weingärten verwüsten. So. Sehr gut. Immer schön heilige Trauben ernten. Okay, da ist aber sonst nichts mehr drin. Ja, sorry, das war jetzt einfach zu verführerisch. Gut, dankeschön. Oh, lol. Was haben wir da? Gelehrte 69%. Da ist man ja fast versucht, die mitzunehmen. Aber jetzt erst einmal... würde ich sagen, gehen wir mal nach Hause und dann schauen wir mal, wie das mit dem Blutmerlot und dem verbesserten Amulett und so weiter funktioniert. So. Also. Wir müssen weg und zwar in die Richtung mal wieder, wo wir hergekommen sind. Ab dafür. So, servus. Ist gut, danke. Interessiert mich nicht, was ihr da wollt. Oh, Alter, nö, nö, warum schon wieder sowas? Ich find's ja lustig, dass ich... Au, ich wollte gerade sagen, ich find's lustig, dass ich es geschafft habe, nicht getroffen zu werden. Aber gut, das war wohl eher ein frommer Wunschtraum. Ich höre im Hintergrund Kampfgeräusche. Was passiert hier? Ach, die Harpien machen wieder Harpien-Sachen. Okay. Ich probier's mal mit dem Unterwerfen. Die ist alleine. Ja, okay, gut. Das habe ich mir jetzt gerade selber verkackt. Das hätte ich nicht machen sollen. Naja, aber Harpien kann man nicht unterwerfen, leider. Das ist ein bisschen schade. Das ist echt schade. Weil für gewisse Gebiete kann ich mir schon vorstellen, dass die nützlich sind. Ich meine, gewisse Gebiete kann man ja nur erreichen, wenn man fliegen kann. Also, fände ich jetzt nicht verkehrt.
Aber okay, macht nichts. Also, dann gehen wir mal. Ah, endlich wieder ins traute Heim. So, was haben wir da jetzt alles gefunden? Ach, Trugschluss des Schattens. Erhöht die Dauer um Angst um 0,5 Sekunden. Moskit für Moskitos. Hm. Weiß ich ja nicht, ob ich unbedingt Moskitos brauche, aber... Theoretisch könnten wir sie uns nun also holen. Und wir haben Schemata gefunden und außerdem noch einige... Und diesen Edelstein. Warte mal, was brauchen wir für das Blutmerlo-Amulett? Brauchen wir Blutmerlo, Dunkelsilberbarren und Radiumlegierung? Interessant. Dunkelsilberbarren und Radiumlegierung. Naja, gut. Dunkelsilber haben wir ja. Ausreichend, würde ich sagen. So. Dunkelsilber haben wir tatsächlich noch eine ganze Menge und wir könnten theoretisch noch mehr herstellen. Ich muss hier noch ein bisschen Astralstaub mal umschichten. Müssen wir gleich mal schauen. Gehen wir mal hier runter. So, dann haben wir hier noch die erlesenen Herzen, die kommen da rein. Das unbefleckte Herz. Na, wunderbar. Läuft ja langsam. Genau, hier haben wir noch Faden und so ein Zeug. Dann mal überlegen. Dann haben wir noch den Wein. Den Wein, den tun wir hier so rein. Jawohl. Wir haben ja so viel... Kräuterli und so weiter, den ganzen Krempel. Das ist ja nicht mehr normal. Zack. Und zack, ab nach vorne. Jawohl. Läuft ja ganz gut. Dann schauen wir mal, wo es als nächstes hingeht. Ich meine... Wir könnten natürlich die Sturmflügelmaterialien probieren. Die würde uns marklose Edelsteine verschaffen. Aber ich würde sagen, erst einmal machen wir die Elementarmagierin. Eine gefährliche Zauberwirkerin im Einklang mit dem vergänglichen Wesen der Natur. Mervyn spricht zu den Winden, die von Veränderung, Chaos und Zerstörung flüstern. Sie scheint jedoch damit zufrieden zu sein, nur diejenigen zu massakrieren, die ihrem Heim zu nahe kommen. Gut, dann machen wir die als nächstes. Jetzt nicht mehr in dem Part wahrscheinlich, dazu kommen wir nicht mehr, aber... Im nächsten dann. So. Warte mal. Wir haben doch jetzt hier Geisterpilzsporen. Können wir auch noch schnell irgendwo einpflanzen hier, oder? Ist hier noch Platz? Na doch. Auf der 7. Komm. Jawohl. Und rein damit. Top. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie das mit dem Blutmerlo geht. Ich glaube, dafür brauchten wir nur die Trauben selber, ne? Probieren wir jetzt einfach mal. Außerdem nehmen wir gleich mal wieder ein paar Fische mit. Für den Fall, dass wir hier wieder Elend reduzieren müssen. Servus, Kumpel. Wie sieht es aus? Blutmerlo. Ja, dann. So. Pass auf, du kriegst nochmal hier diese Fische und noch eine Ratte. Also Blutmerlo, na schön. Ist ja nicht schlecht. Hm, wir haben mal sehr viele Ratten, die wir da an die Leute verteilen können. Ich meine, das Blutmerlo... Für das Amulett, da ist ja die Qualität eigentlich ziemlich egal. Genau. Dann nehmen wir das hier. Und den füttern wir mit so einem Fisch. Gut. Blutmerlo. Ist auch tatsächlich weniger Elend, wenn ich mir das so angucke. Gut, passt also. Habe ich jetzt alles? Ja.
Das wollte ich gerade sagen, ich habe nicht alles abgezapft, aber jetzt halt so. Gut. Dann würde ich sagen, können wir die Fische wieder ablegen hier. Dann tun wir mal das Blutmelod hier rein. Zack, zack. Und zack. Und behalten uns jetzt erstmal nur das Schwächste. Daraus machen wir uns dann direkt mal ein Amulett, würde ich vorschlagen. Gut. Also, schauen wir mal. Was brauchen wir für das Blutmelo-Amulett jetzt nochmal en Detail? Wir brauchen 3 dunkle Silberbarren und Radiumlegierung. Okay. Sollten wir genug haben. Wir nehmen nochmal Astralstaub hier mit. Und Radiumlegierung haben wir hier irgendwo, ne? Ja. So. Genau. Wir nehmen die Dunkelsilberbarren an uns und damit sollten wir das ja eigentlich schon herstellen können. Jawohl! Hervorragend! Ich meine, wir könnten natürlich schon für all unsere Diener potenziell sowas herstellen, aber im Moment brauchen wir das noch nicht. Das mache ich vielleicht irgendwann mal, wenn ich... Das mache ich dann, bin dann offscreen, weil das dauert ja alles immer seine Zeit. Okay, Blutmelo-Amulett. Bringt uns jetzt was? Mehr Zauber... Ah, mehr Zauberkraft und reduzierte Blutverlustrate. Okay, das ist aber ganz cool. So, warte mal, dann packen wir das hier mal rein. Und den ganzen restlichen Krempel, den tun wir wieder dorthin, wo wir ihn her hatten. Beziehungsweise, ich möchte gerade nur noch mal sehen, was wir brauchten, um das Herz jetzt mal eine Stufe aufzuwerten. Warte mal, wo hatten wir das Herz? Das Herz war da drüben, ne? Ja. Schlossherz aufwerten. Kraftkerne braucht man dafür. Und Urblutessenz. Okay, Kraftkerne. Was wiederum brauchten wir jetzt für Kraftkerne? Kraftkern, das klingt nach etwas, was man beim Fabrikator herstellt. Ah, Kraftkerne können wir noch gar nicht herstellen. Okay, und außerdem braucht man dafür aufgeladene Batterien. Na gut, okay. Okay, ist auch eine Information. Na schön. Dann müssen wir mal jetzt schauen. Ja, ich meine, wir sind jetzt bei 43 Minuten. Ich glaube, wir beenden jetzt den Part. Das ist auch genug für jetzt. Aber im nächsten Part gehen wir mal rüber. Und schauen, dass wir hier eventuell vielleicht sogar beide gleichzeitig wegkriegen. Hier also die Sturmflügelmaterialchen und diese Elementarmagierin. Je nachdem, ob das Glück uns hold bleibt. Müssen wir mal schauen. Ich meine, 35 Minuten halten unsere ganzen Buffs noch. Also für einen Boss dürfte sich das gerade noch ausgehen. Das überlege ich gerade. Bevor ich das mache, ich nehme mir nochmal so ein 100er Blut einfach mit. Genau. So. Ja, ich habe die ganzen anderen Gefangenen irgendwie im Moment völlig umsonst dabei, aber komm. So. Ja gut, andererseits, jetzt bricht dann der Tag an und so weiter. Ja, ich glaube, wir werden nochmal neue Sachen hier uns holen müssen, aber mal schauen. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's derweil gut. Servus und ciao.